der sich der Bestand, wo wir vorher gesehen haben, ausgespiegelt. Und so kann der dann aussehen, wenn alles wirklich optimal läuft. Vor allem von der Gemeinde Rischberg. Also so sieht das Ganze dann aus. Sehr viel Platz machen, weil die Gemeinde Rischberg ist so dicht, einfach nachzusehen, macht wirklich null Sinn. Einfach sehr viel Platz machen und Luft, Licht, Platz. Das ist aber wichtig. Also sonst kommen wir eigentlich, sonst, wenn man das nicht machen, sondern einfach nur mal draufstreuen, ohne Lücken, ohne irgendwas, mit sehr viel Gemeinde Rischberg, dann machen wir leicht an diesem Tag nichts und lassen das Saatgut einfach mal den Sack zu. Genau, die Aussaat sieht dann bei uns so aus, dass wir eigentlich mit der Spiegelkombination fahren wieder, auf Spiegel und Malte zusammengehängt, fahren dann auf 40 Kilo. Also wir fahren bei uns im Betrieb zwei Sorten, oft, sehr oft. Das ist einmal eine Dauergrünlandsorte für den Süden und dann zum anderen ein Weidelgras mit Rot- und Weißklee und ein bisschen Mischgras. Genau, also das heißt, eigentlich säen wir Dauergrünland zu 50% Saatgut her und 50% Ackerfutter. Das ist so ein bisschen der Plan. Geht schon ein paar Jahre sehr gut auf, aber jedes weitere sehen wir. Genau, Weizen tun wir also aussehen, meistens auf zweimal. Das heißt, wir fahren zweimal mit der Kombination. Dass die Weizen genügend Zeit und genügend Gewicht mitbringt, das Saatgut anzudrücken. Wir haben vorher gesprochen, das Material muss man abfahren. Das heißt, zusammenschwaden, Ladewagen aufladen. Das hat bei uns auf 2,5 Hektar diese Menge gegeben, also 9 Wagen, das ist dann schon ordentlich. Ja. Fahren wir auf den Acker, weil da ist sehr große Bodenanteil mit dabei. Wenn das Material etwas feucht ist, dann kann es auch mal richtig warm werden. Wenn die Gemeinde Rischberg sollte dann trocken sein, oder das schlechte Gras trocken sein, und dann kann das schon, also das wird dann auch mal ordentlich halt, der Hof her. Aufladen, Acker verteilen, auf dem Acker wird runtergepflügt oder kommt man eh wieder mit dem Pflanzenschutz, wenn man Getreide holt oder Mais, von dem her. Dort ist die Bekämpfung einfacher wie auf dem Grün. Das ist der Bestand, den wir vorher gesehen haben, ausgespiegelt. Und so kann der dann aussehen, wenn alles wirklich optimal läuft. Genügend Niederschlag, genügend Normen, genügend Platz, Licht, Luft gemacht. Also das ist dann schon sehr ordentlich. Also der Weißblee kommt, der Rotblee kommt. Wirklich kein Problem. Also ist wirklich sehr ordentlich. Also wenn man selber sehr begeistert, wie gut das aussehen kann. Und das bringt uns auch Qualität für eine erfolgreiche Fütterung, sage ich mal. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.